Ja, jetzt bin ich hier bei Thea Kalin, der Chefgärtnerin der Königlichen Gartenakademie. Und was macht die Chefgärtnerin im Winter? Adventskränze. Sozusagen. Also noch nicht ganz Winter, aber zu der Zeit Adventskränze. Das ist jetzt natürlich der Brenner schlechthin. Aber nicht nur Adventskränze, sondern auch Türkränze oder Gestecke. Halt alles, was mit der Advents- und Weihnachtszeit zu tun hat. Also interessant ist, man kann wirklich fast aus allem Kränze wickeln oder Gestecke machen. Das Übliche ist Blautanne oder Nobilis oder die Nordmanntanne. Aber auch ganz vieles gemischtes Grün wie Koniferen oder vor allen Dingen jetzt um die Zeit auch Beeren, ganz viel Beeren. Wie hier der Ilex oder in England Holly genannt, hat ganz viel sehr haltbare Beeren, sehr haltbares Laub. Aber ganz schön sind auch so eine Sachen Winterblühende, wie die Skimmien, die sind auch wunderbar zu verarbeiten, sieht man in dem Gesteck hier drin. Oder auch Koniferen, die einen eigenen Fruchtschmuck haben, wie die hier, der Wacholder mit den Beeren. Ganz begehrt, kann man mit allem arbeiten. Sie brauchen natürlich erstmal so ein Rohling, ne, um das. Genau. Also Rohling ist, wie gesagt, sehr vielseitig. Das Klassische, was man haben kann, das ist der Römer. Das ist ein Strohring, auf dem gebunden wird. Das ist relativ flink gemacht, kann man halt auch alle Materialien verwenden. Eine Sache, die auch viel verwendet wird und die aber auch sehr haltbar dadurch ist, sind die Moosringe, Mosi genannt. Das ist sowas hier. Grünes Moosgeflecht und das wird vorher nass gemacht und dadurch bleibt das Grün sehr lange haltbar. Kann man als Tischkranz nehmen, aber auch als Türkranz. Aha. Läuft nicht raus, dadurch, dass das in so einer Unterlage sitzt. Ah, die sollte man haben auf jeden Fall. Ja, sonst läuft es halt zu Anfang raus und so kann man es halt auch immer wieder noch nachfeuchten. Eine andere interessante Sache sind die Metallringe. Kann man sehr schlank mitarbeiten. Die Metallringe braucht man ein bisschen was zum Binden. Kann man entweder reinstecken oder genau aufbinden, wie bei einem Römer. Kann man auch mit allen Materialien machen. Beeignet sich super gut als Türkranz, weil er halt sehr schlank gebunden wird. Das sind Steineiche. Eine Steineiche ist eine wintergrüne Eiche und die ist hier zusammen mit Rosmarin, damit es schön duftet. Das ist halt eine Sache, die sehr lange hält. Die trocknet ein, aber vertrocknet nicht. Also es ist ein natürliches Eintrocknen. Es wird ein bisschen krustig, sieht aber nicht unschön aus. Also es ist ein schöner Kranz für draußen oder für drin. Als Adventskranz geeignet, als Türkranz in unterschiedlichen Größen zu arbeiten. Wunderschön, halt auch mit den Früchten drin. Da sieht man noch teilweise die Eicheln und duftet halt. Ne? Und man kann auch lernen, wie man so einen Kranz macht? Man kann lernen, wie man sich einen Kranz macht. Heute Nachmittag haben wir gerade einen Kranzbindekurs, wo Kunden sozusagen ihren eigenen Adventskranz unter Anleitung gestalten, kreieren. Macht sehr viel Spaß für beide Seiten. Manches wären Bubbles, manches wären ganz schlanke, also sehr temperamentvolle. Aber es macht schon sehr viel Spaß mit den Kunden. Da muss man sich dann bei Ihnen anmelden oder haben Sie feste Termine? Nein, da muss man sich anmelden, weil die sind halt immer ausgebucht. Also wir hatten vorgestern einen, der war ausgebucht, der heute ist ausgebucht. Kommende Woche haben wir noch mal einen für Türkränze, die sind alle ausgebucht. Ein Kranz, über den haben wir noch nicht gesprochen, das ist da der mit den ganz langen Nadeln. Was ist das überhaupt für ein Gewächs? Das ist auch eine Tanne, ist eine ganz spezielle Tanne, ist eine Schirmtanne. Und die ist hier aufgearbeitet mit einer roten Weide. Und der Kranz ist halt insofern speziell, der hat gar keine Unterlage als solches. Der ist nur aus dem Naturmaterial direkt gearbeitet. Als unteres Ring sozusagen ein bisschen Weinreben, damit man was Haltbares hat. Und da werden nacheinander die Zweige von der Schirmtanne und von der Weide eingearbeitet. Das ist wahrscheinlich das Komplizierteste, die hohe Kunst sozusagen. Das ist insofern kompliziert, wie Sie vorhin schon sagten, ihn rund zu bekommen. Also dass kein Ei draus wird oder kein Viereck, sondern dass es ein runder Kranz wird. Ja, jetzt würden wir noch mal ganz gerne sehen, wie Sie so einen Kranz flechten. Also ich bin sehr gespannt, weil ich jedes Mal Probleme habe, diesen Draht so fest um den Kranz zu bekommen, wie es eigentlich sein muss. Wie fängt man da an? Dann fange ich mit dem Draht an. Es ist eigentlich, man fängt an, ihn erst vorsichtig reinzumachen und macht einen ganz kleinen Anfang damit. So haben wir sozusagen schon eine Grundlage. Dann haben wir das hier zu liegen. Also schon mal ein paar Mal rumwickeln. Genau, einmal ein paar Mal rumwickeln, dass der Draht auch festsetzt. Und dann suchen wir uns das Grün, was wir uns jetzt vorgestellt haben, ob es ein gemischtes Grün ist oder ob es eine Tanne ist. Hier haben wir die Nordmanntanne. Setzen uns ein paar kleinere Stellen zusammen. Also wenn wir jetzt mit der Tanne anfangen. Es ist ja immer wieder faszinierend, wie viele verschiedene Grüntöne man so
erreichen kann. Das ist auf jeden Fall bei diesem, das ist ein schönes dunkles Grün. Da fängt man an mit der ersten Schicht, dreht man einfach erstmal vorsichtig rüber, sozusagen geht los. Das Interessante ist, man muss jetzt sehen, dass man wirklich beide Seiten drüber hat und dann kommt jetzt die nächste Schicht schon. Da kann ich jetzt sagen, ich nehme entweder ein gemischtes Grün oder arbeite mit der Tanne weiter. Wenn ich sage, ein gemischtes Grün, kann man einen Wacholder nehmen oder auch von dem Wacholder hier, setzt man genauso an. Fängt man. Es ist wichtig, dass die immer eine gleiche Länge ungefähr haben? Das ist wichtig, eine gleiche Länge, sonst kommt man irgendwann nicht mehr hin, sondern hat man hier so ein Stück frei oder man hat am Ende einen richtig dicken Knubbel, weil man ja diese Länge immer mitarbeitet, die vorhanden ist. Also jetzt setzt man sozusagen die nächste Länge hier rüber. Und man arbeitet von rechts nach links, ja, oder? Das ist eine spannende Sache. Manche arbeiten von rechts nach links. Es gibt natürlich auch Linkshänder, die andersrum arbeiten. Ich habe das Komische, ich arbeite auch falsch rum, obwohl ich ein Rechtshänder bin. Aber dieses, wie ich es jetzt mache, ist es eigentlich richtig rum. Also man arbeitet immer, jetzt habe ich hier natürlich einen Knoten reingemacht, wie das so ist an solchen Tagen. Geht man hier rüber und so hat man schon den ersten Ansatz hier drauf. Mhm. Man sieht, das wird relativ gleichmäßig. Ich schneide das jetzt hier durch. Ja. Toll. Und Sie wickeln dann auch immer gleich noch Mal? Nee, es wird einmal, zweimal gewickelt, dann ist gut und dann geht's weiter. Also normalerweise mehr als einmal wickeln braucht man dabei nicht. Und ist es sehr fest? Das ist fest, sonst man muss ja damit rechnen, dass es etwas eintrocknet und dass es nicht rausrutschen kann. Also das sollte man schon eine gewisse Festigkeit haben, weil es sonst leicht rausrutschen kann. Nun, die besondere Herausforderung ist ja dann bei diesen runden Kränzen, dass es eben an allen Stellen auch Tanne zu sehen ist und nicht irgendwelche Löcher da plötzlich. Das Wichtige ist halt daher, dass sie gleiche Größen nehmen, also gleiche Abstände von den einzelnen Grüntönen, dass sie wirklich mit gleichen Längen arbeiten. Ich will es Ihnen mal zeigen, wenn man jetzt unterschiedliche nimmt, würden Sie jetzt sowas nehmen, dann müssten Sie ja das hier wieder zudecken. Genau. So, und dann decken Sie hier wieder zu und dann haben Sie hinten nachher einen richtigen Klubs, weil das ja immer wieder mit als Grundlage dient. Das wird ja immer höher. Weil sie ja immer wieder versuchen, hier vorne erstmal zuzudecken. Sie haben ja jetzt hier 3, 4 verschiedene Sachen jetzt schon drin. Man kann machen, wie man will. Wenn man einen gemischten Kranz hat, kann man ganz verschiedene Töne nehmen. Es gibt natürlich auch Kränzen nur mit Blautanne oder nur mit Nordmann-Tanne. Das ist auch möglich. Also wenn man hier zum Beispiel sieht, das ist eine richtige Blautanne, da sieht man schon ganz andere Färbungen. Und da würde ich mir halt, das wäre wieder zu lang, würde ich mir ein Stückchen rausnehmen. Kann man hier noch eine weitere Spitze, also auch das kann man hier ohne weiteres mit einarbeiten. Mhm. Aber gibt es da nicht Grenzen, dass man sagt, wenn ich jetzt 4 verschiedene Sachen habe, dann sollte ich dabei bleiben und dann wieder immer diese 4 im Wechsel? Nee, wenn er zu klein ist, der Kranz, ja. Aber mal im großen Kranz, also klassisch gesehen ist, glaube ich, ein Kranz, also gemischte Kränze mit 7 verschiedenen Hölzern. Das hat irgendeine Bedeutung aus der Historie, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Aber eigentlich sind klassisch, wenn man einen gemischten Kranz macht mit 7 verschiedenen Hölzern. Also da ist faktisch die Vielfalt kaum eine Grenze gesetzt. Was kostet denn so ein Kurs? So ein Kurs kostet alles sozusagen zusammen mit Material, Anleitung 75 Euro. Mhm. Da kriegt der Kunde aber alles geboten, sozusagen kriegt seinen großen Kranz selber mit nach Hause, gehören die Kerzen mit dazu. Geht so zwischen 1,5-2 Stunden. Und man muss es ja dann auch über die Jahre rechnen, weil viele Materialien kann man wiederverwenden. Immer wiederverwenden, genau, die Teller. Wir arbeiten häufig mit Tellern natürlich, aber eben auch mit diesen Zubehören, wenn man jetzt Kugeln nimmt, die kann man natürlich immer wieder nehmen. Und das Know-how bleibt einem ja auch. Das Know-how bleibt einem, aber auch dieses Jahr haben schon welche gesagt, wir kommen nächstes Jahr wieder, wir machen dann was ganz anderes. So, wie ist es jetzt mit dem Material, mit dem, was man ja anfeuchtet? Genau, das Moos feuchtet man an und da ist es wichtig, das ist ja ein Feuchtmaterial, dass sozusagen die Blattenden nicht, das Grüne nicht in dem Moos sitzen, weil das würde ja dann verfaulen. Also man setzt es sozusagen, man fängt in dem untersten Bereich an, schafft sich sozusagen die erste Ebene mit etwas größerem Material. Also wie jetzt hier sind es Lorbeerblätter, so schafft man sich einfach erstmal die unterste Ebene. Und immer so, nur so weit, dass kein Grün in dem Moos mitsitzt. Also hier sehen Sie, habe ich ein Stückchen Stängelchen gemacht. Das ist ganz wichtig, dass der so sitzt, weil sonst dieses andere Material faulen würde. Also ein paar Millimeter noch bis zum Blattansatz. Ja, man sagt so, genau, man sagt so, dass so 2-3 Zentimeter drinne sitzen. Das wäre das Perfekte. Damit fängt man an. Die nächste Schicht wäre sozusagen, hier ein bisschen Masse reinzubringen, mit Grünem zu arbeiten.
setze ich praktisch hier genau. Die werden alle werden reingepiekst. Alles extra gesteckt, ganz genau. Also jedes Teil wird extra reingesteckt. Mhm. Ist eine etwas aufwendige Sache, aber lohnt sich, wie man an dem Pfadchenkranz sieht. Und da kommt gar kein Draht drum? Da kommt gar kein Draht drin, das hält durch die Steckmasse. Mhm. Aber ja, wie wird es dann oben? Da müssen dann kürzere Teile nehmen. Das ist praktisch sozusagen die erste. Die nächste Etage würde sozusagen kürzere Teile für diesen Bereich gehen. Kürzere und flachere muss man da nehmen? Man muss nicht gleich flacher, sondern in den nächsten Bereich arbeitet man ein bisschen nach oben. Man will ja dieses Räumliche bekommen. Das wäre praktisch mit dem Wacholder, wo ich jetzt gerade angefangen habe, auch hier den unteren Bereich freimachen, damit dieses Stück nicht kein Grünes im Moos steckt. Mhm. So, bloß mal so als Anfang, dass man sich da mal, auch hier kann man ein bisschen spielen, das ist ein besonders hübscher Zweig hier, der ist ein bisschen sehr extravagant. Mhm. So kann man faktisch loslegen. Also dann geht das weiter in der nächsten Etage sozusagen, fängt man schon an mit solchen Sachen, die jetzt diese Fülle geben. Das ist hier die Skimmie, wir können ruhig fragen. Die kommt dann sozusagen hier mit rein, in die Höhe. So, und so kriegt man jetzt faktisch schon diesen räumlichen Charakter her. Da würde ich jetzt sagen, der scheint mir, also zumindest vom handwerklichen Know-how, vielleicht der einfachere, der einfachste zu sein. Man muss bloß die Grundlagen kennen und dann mit ein bisschen guten Blick stecken. Und wichtig ist, man will ja das auch nicht sehen, dass man in der dritten oder in der letzten Runde, dass man auch nochmal von innen arbeitet. Damit man diesen Innenbereich nicht sieht, steckt man faktisch von innen noch mal was. Und dann gießt man je nach Bedarf immer ein bisschen? Nach Bedarf kann man da immer noch wieder was nachgießen. Und es hält dann? Das hält sehr, sehr lange. Also wenn man ganz bisschen vorsichtig ist mit dem Gießen, dass man ihnen immer wieder was gibt, dann hält das wirklich über etliche Wochen.